Da sind wir wieder zurück. Irgendwie ist gerade ein Fehler passiert. Bildschirm ist schwarz geworden. Wir waren gerade am Kaufen. Und zwar zwei Steinhelme, einfach mal provisorisch. Zwei, nicht elf. Nein, jetzt habe ich 11 Stück geholt, Mist. Egal, jetzt kriegt's halt nur Steinhelme zu futtern. Komm schon und komm schon. So, wieder Meta. Das sieht schon viel gefährlicher aus. Eisenschwert. Mal gucken, wie viel Power du hast. 303 HP, 261 Angriff. Was hat Fumi? 303, 261. Fumi hat 273, 225. Hat aber dafür viel mehr Abwehr. Ist schwer zu sagen, wen man da nimmt. Wir lassen das jetzt mal, ich will's mal testen. So. Okay, warten uns mal Seelan und zwar nach Shias Labor. Lexis Labor. So, wie war das hier? Rechts, links, rechts. Dim, 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 dim. So ein bisschen wie Professor Eichs Labor. Ja, Meister, wo bist du? Wie nett hier. Können wir Flucht einsetzen? Ja. Hoch müssen wir. Genau. Okay, wir gehen jetzt das Stehkorner. So. Bevor wir loslegen, gehen wir nochmal ins Inn. Hallo, ja, bla bla bla, Abzocke. Okay. Mal gucken, wie viel Uhr es ist. Okay. Ah, da unten ist Lexis. Oh, Maxim, wo warst du? Der Motor und das Schiff, sie sind schon fast schon lange fertig. Schon? Ich sagte, das ist gerade auf einer Testfahrt. Er wird gleich zurück sein. Oh, das ist, da ist er ja schon. Wow, es ist unglaublich schnell. Ich weiß, beeindruckend, nicht wahr? Typ, das ist ja schnell. Ich ziehe den Hut vor dir, Lexis. Dieser Motor ist unglaublich, eine tolle Erfindung. Das wusste ich schon immer. Lexis, das Schiff gehört dir, wenn ich dafür dein Labor benutzen darf. Ich möchte etwas erfinden. Naja, es kann nicht jeder gleich etwas erfinden. Aber ist das wirklich dein Ernst? Das Schiff kostet mich nichts. Ganz genau, du hast dich nicht verhört. Gut, du kannst das Labor jederzeit benutzen. Danke, ich bin unterwegs. Passe bitte gut auf Exeron auf. Bis später. Lexis, was ist Exeron? Das ist der Name des Schiffes. Ich finde, Exeron ist ein cooler Name. Übrigens, wir wollen das Schiff ja kaufen. Was redest du denn davon, Quatsch? Ich gehöre doch jetzt zu euch. Stimmt. Jetzt haben wir ein Schiff. Auf in das nächste Abenteuer. Ist das jetzt euer Ernst? Lexis schließt sich an? Aber Jets Kämpfer, oder? Der ist doch jetzt kein... So, wir können jetzt mit dem Schiff hinfahren, womit wir wollen. Und Lexis ist tatsächlich ein Kämpfer. Ist das euer Ernst? Was hat denn der für eine Waffe? Schraubstock! Okay, naja. Jedem das seine, ne? Ach, auf dem Wasser kommen auch Gegner. Ist ja interessant. Was kann der für Zauber? Okay, Standard-Dinger. Ich war gespannt, wie jetzt Franzo ist. Confusio auf Maxen. Ist der nicht ein alter Knacker, der Typ? Oh, Leute, ey, ist das euer Ernst?
Ja, super. Wir müssen jetzt halt irgendwie fliehen hier. Ja, oh, scheiße, die verprügeln sich jetzt alle gegenseitig. Ah, sehr gut. Oh Mann, Leute, ey. So, wir sind hier im Schloss. Nein, wir fliehen jetzt erstmal. Und wir benennen jetzt Fran mal um. Fran wird so nicht geschrieben. Sondern so. Sieht viel besser aus. Wenn Maxim alle mit Kleinbuchstaben geschrieben wird, der dann auch. Königreich Danubia. Dann gehen wir erstmal in den Shop. Ja, Kollege, wir führen erstklassige Waren. Bla bla. Wow. Finde ich alles nicht so schlecht. Schrauber. Ja, um 50. Um 10. Beim Lex lohnt sich das. Wir machen erstmal die Sachen, die sich wirklich lohnen. Um 6, um 4, um 12. Dann erstmal hier das dem Guy. Den Rest können wir im Prinzip lassen. Pass auf, Steinbrecher weg, Silberweste weg, Plattenhemd weg, Flugaxt weg, Zornarmband. Das lassen wir nochmal, da geben wir der Lexis noch was. Und zwar, Lexis. Der Paarkittel. Muskelregio, okay. Geben wir dir den Cobra-Stein, bringt es genauso wie, das Pferde, wie der Pferdestein, den Rest kann man verkaufen. Mhm. So, was haben wir noch Schönes zu verkaufen? Das Feuerschwert. Turban. Mhm. Morgenstern. Schraubstock. Und Laborkettel. 90. Okay, so, jetzt erstmal Items sortieren. Okay. Jetzt gehen wir mal hoch. Zum Thron. Wo geht's jetzt zum Thron? Ach, hier hoch. Links oder rechts? Keine Ahnung. Voll das komplizierte Schloss. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass uns Auralio freiwillig den Feuerrubi gibt. Ein großzügiges Geschenk. Okay. Hier. Und der Prinz hat beschlossen, den Nationalschatz zu verschenken. So soll der Frieden geschaffen werden und die Waffen für immer ruhen. Morgen wird der Friedensvertrag unterzeichnet. Dies wird ein historischer Moment für unser Land. Ich hoffe, dass der Rubin uns den lang ersehnten Frieden bringt. Das ist also der Rubin. Wir pennen erstmal eine Runde. Hallo, wollt ihr übernachten? 40, ja, das geht. 40 ist in Ordnung. Nicht so wie in Kytos 50 Abzocke. Okay, was ist jetzt hier noch so? Prinz Leon ist so prächtig, ich darf ihn bedienen. Welch eine Ehre. Für den Prinzen muss ich mein bestes Festmahl erschaffen, sonst bringe ich Schande über die Danubier. Wo ist dieser Prinz? Achso, ja, wir speichern das mal. Okay, gehen wir mal zu dem Kollegen hier hin. Oder zu denen. Ich würde gerne wissen, was der feine Prinz aus Auralio gerne ist. Ich hätte so gern den Feuerrubin. Hm. Ach, Mist. Gehen wir erstmal hier links hoch. Wenn Leon etwas zerstört wird, unser Land darunter zu leiden haben, ich bin zu seinem Schutz hier. Der Feuerrubin wird nach Abschluss des Vertrages der Öffentlichkeit gezeigt. Hoffentlich geht das gut. Klingt ja schon so, als würde es nicht gut gehen. Der Feuerrubin scheint eine seltsame Wirkung auf die Menschen zu haben. Ja, Leute, wenn es hier nichts gibt, dann verziehe ich mich halt eben wieder. Was bist du? Bist du die Prinzessin? Eine Schande, nur Auralios Staatsschatz kann uns den Frieden bringen. Was wird Prinz Leon bloß denken?
Ja, dass es wohl den Frieden bringt, ha? Aber es ist komisch, dass es jetzt sonst ja nichts gibt. Was bist du für eine? Sie sagt, sie sei in den Prinzen Leon verliebt. Es ist hinter. Er ist hier und die Prinzessin ist traurig. Komisch. Hinter der Tür befindet sich der Thronsaal. Ja, sensationell. Mein ist der Feuerrubin. Hahaha. Die atemberaubende Schönheit des Rubins hat mich fasziniert. Ihr seid alle echt voll freaky drauf. Was ist mit euch los? Prinz Leon von Aurelio befindet sich im Hinterzimmer. Ah, irgendwie stinkt's hier schon nach Gewalt. Okay, bevor wir jetzt nur wieder hier rumhängen und unnütze Sachen machen, gehen wir mal... Ah, es kommt jemand. Hast du es gefunden? Nein, leider nicht. Müssen Prinz Leon Bescheid geben. Okay, ordentlich ist wieder... Sind das nicht die Leute aus Aurelio? Warum haben die es denn so eilig? Da willst du gerade gehen und dann passiert doch was. Mann, wir sind so beschäftigt wie schon lange nicht mehr. Keine Zeit zum Reden. Ich kann den Feuerrubin nicht sehen. Was mit ihm geschehen? Tja, also, der Rubin wurde, wie soll ich sagen, also er wurde gestohlen. Was wollt ihr hier? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Okay, der Rubin wurde einfach plötzlich gestohlen. Der Prinz hat beschlossen, die Zeremonie zu verschieben. Ewigkeiten habe ich darauf diesen Anblick gewartet, nun gehört er mir. Ohne den Feuerrubin können wir die Zeremonie nicht abhalten. Geh mal raus. Können wir hier oben gucken. Ramia. Sieht ziemlich doof aus. Okay, wir ziehen halt dem Tisch kaum was ab. Ah, gut. Maximal spaltender Level. Was gibt's hier oben? Ah, da wäre wahrscheinlich das Feuerschwert gut gewesen, aber naja. Ja. Jetzt merkst du ein Feuer. Also Feuer im Sinne von Feuer drauf. Das reicht schon. Okay. Nur Lex ist kurz davor, einen Löffel abzugeben. Oder eher gesagt, den Schraubenlöffel abzugeben. Nein. So. Okay. Weg. Jawohl. Maxim und nicht weg. Doch. So. Zaubern. Stärke auf dich selbst. Oh, eine Höhle. Nordhöhle von Nanobia U1. Kein Zutritt. Cavidam on. Nö. Dann warten wir uns lieber nach Danubia. Wir müssen offensichtlich noch irgendwas hier gucken, machen, dürfen, was weiß ich. Habt ihr schon gehört, dass der Feuerrubin gestohlen wurde? Ja, haben wir. Die Leute in Aurelio sind immer so hektisch. Ich weiß nicht, ob sie hier zum Essen kommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Nein, wir helfen dir mit Sicherheit nicht. Prinz Leon sieht etwas erschöpft aus, das kann ich verstehen. Ah, Leon, du Kap. Lass uns den Rubin suchen, alles gut. Ich war dort und konnte nichts. Oh, hört nicht hin. Ich habe nur mit mir gesprochen. Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt und habe keine Zeit für ein Gespräch. Es gibt Menschen, die dem Feuerrubin völlig verfallen sind. Jo, das haben wir gemerkt. Oh nein, der Feuerrubin wurde gestohlen. Der Prinz wird nicht sehr erfreut sein. Oh, war ja schlimmer. Meine Eltern, ich bin erschüttert.
Mann, wir sind so beschäftigt wie schon lange nicht mehr. Keine Zeit, so ich kann den Feuerbund nicht sehen. Ja. Ja, jetzt habe ich nochmal angesprochen. Nee, wir haben nichts Besseres zu tun. Also eigentlich ja schon, aber wir dürfen noch nicht in den Nordhöll oder wenn wir da überhaupt sollen. Wie merkwürdig ist das denn hier alles? Mit welchem Chaot sollen wir reden? Was ein Zufall, ja, Mädel. Gerade wo es endlich die Möglichkeit gibt, ist er fort. Es stimmt, der Feuerbrunnen wurde schuld. Das könnte bedeuten, dass es kein Frieden gibt. Versöhnung, das ist der einzige Weg. Habt ihr schon gehört, dass der. Ja, haben wir. Hä? Geh nochmal eine Runde pennen. Ja.